Hier handelt es sich um den Jacklaser von der Firma Nidec. Der hat bei uns in der Praxis zwei Anwendungen. Die erste Anwendung ist die Entfernung des sogenannten Nachstars. Das heißt, die hintere Kapsel, das ist genau der Bereich, wo die Kunstlinse nach einer Linsenimplantation oder nach einer Graunstar-Operation sitzt. Diese Kapsel wird zerstört und die optische Achse, der Blick wird wieder klar. Relativ einfacher Eingriff, dauert auch sehr kurz und der Effekt ist eigentlich direkt ein paar Stunden danach zu sehen. Die zweite Anwendung, das ist die sogenannte Jack-Iridotomie. Dadurch wird ein kleines Loch in der Regenbogenhaut erzeugt, damit das Kammerwasser von Augenhinterkammer in die Augenvorderkammer frei fließen kann. Das machen wir gelegentlich bei manchen Formen, bei manchen Arten der Phakenlinsen oder auch bei manchen Formen des grünen Stars.